Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Ach, jetzt piept's. Ich bin am Kanal, wie ihr sehen könnt, und hier fahren die Schiffe, deswegen piept's ein bisschen. Sorry. Ich war heute Morgen beim Frauenarzt, der erste Frauenarztbesuch in dieser Schwangerschaft. Ich bin heute laut meiner letzten Periode 10 plus 2. Und so viel sei gesagt, es ist alles in Ordnung. Das Baby ist super gewachsen, sogar so weit, dass der Frauenarzt mich auf 10 plus 4 quasi gerechnet hat. Also es ist ein bisschen größer. 2 Tage halt. Und das stimmt mich ein bisschen positiver, als wenn es jetzt 2 Tage zurück wäre. Ja, ich mache das Video jetzt so ein bisschen spontan hier. Ich habe das Ultraschallbild jetzt auch nicht dabei. Ich blende euch das mal eben ein. Ich habe nämlich, also es ist schon länger her, dass ich beim Frauenarzt war heute Morgen. Ich habe nämlich den ganzen Tag mich ans Telefon gesetzt und ja, Geburtshäuser und Hebammen kontaktiert. Denn nach dem heutigen Termin ist mir klar geworden, ich möchte auf gar keinen Fall im Krankenhaus entbinden und ich möchte auch die Vorsorge mit einer Hebamme machen. Und ihr wisst ja, dass meine Hebamme, die ich da schon kontaktiert hatte, das war ja so ein Hin und Her. Und die hat ja jetzt wohl ja keinen Platz mehr frei für Januar, Mitte Januar, wenn ich halt Stichtag habe. Deswegen habe ich mich einfach mal umgehört heute. Ich habe gedacht, gibt den anderen auch eine Chance, auch wenn die Hebamme so nett ist, mit der ich da in Kontakt war. Und es sind wirklich viele Nette dabei, aber ich erzähle euch der Reihe nach. Also, ich war heute Morgen beim Frauenarzt und Bernd durfte halt auch mit reinkommen. Zwar nur bei der Untersuchung, also beim Ultraschall, aber er durfte mit rein. Das fand ich schon mal super. Und ich hatte vor dem Frauenarztbesuch, da hat mich irgendwie so die Panik eingeholt. Eben die Hand gewechselt, Entschuldigung. Da hat mich so ein bisschen die Panik eingeholt. Da habe ich gedacht, also ja, Michael, du bist jetzt in der 11. Woche. Und was ist denn, wenn der gleich da mit dem Ultraschall zu dir sagt, da ist kein Baby drin, das ist eine Scheinschwangerschaft. Ihr Körper hat ihnen einen Streich gespielt oder so. Und ja, das habe ich dann einer Freundin gesagt und Bernd gesagt und alle sagt, du bist bescheuert, dein Bauch wächst und so. Ja, aber es waren so kurze Momente, wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich ist alles in Ordnung. Und ja, natürlich war dann auch alles in bester Ordnung. Das Baby hat richtig getanzt auf dem Ultraschall, das war so schön. Das Herzchen hat geschlagen, es hat Arme, es hat Beine. Es ist 3,75 cm groß und alles wunderbar. Ja, dann war das halt zu Ende, der Ultraschall. Und dann musste Bernd wieder gehen, dann haben die mir noch Blut abgenommen. Murphy, komm mal da raus. Komm. Dann haben die mir Blut abgenommen und dann fing das an. Ne? Dann haben die direkt gesagt, der Frauenarzt war dabei und so eine Sprechstundenhilfe. Ja, dann, jetzt sind sie ja schon so weit, dann haben wir ja diesen Test für was auch immer, das haben wir ja jetzt gar nicht gemacht, weil das jetzt schon zu spät ist. Und dann kommen sie da an dem Tag und da und da und da. Und dann habe ich gesagt, ja, da sind wir aber im Urlaub, da bin ich gar nicht da. Und dann der Frauenarzt so, oh mein Gott, aber nur in diesem Zeitraum können wir dann die Untersuchung machen für den offenen Rücken. Danach geht das nicht mehr. Und dann war der so, keine Ahnung, panisch in Anführungsstrichen. Also, ne, oh mein Gott, wir müssen das dann machen und danach geht das nicht mehr. Und davor geht das auch noch nicht und so. Und dann habe ich ihn dann gefragt, wenn sie dann das Ultraschall machen würden zu dem Zeitpunkt, könnten sie mir dann ne, zu bestätigen, dass es wirklich ein offener Rücken ist oder wie läuft das dann ab? Und dann hat er gesagt, nein, dann müssten sie halt nochmal ins Krankenhaus zur Feindiagnostik und so und hundertprozentig könnte man das nie sagen. Genauso wie mit den Trisomien, da gibt es ja auch diese Tests und so, Nackenfaltenmessung, da hätte ich dann jetzt in 2 Wochen einen Test. Komm, wir drehen mal ums, Murphy. Komm. Da kommen Menschen. Dann kann ich da nicht weiterfilmen. Ja, da gibt es halt nie eine Garantie für diese Trisomien und alles, sondern immer nur so Indizien. Ja, ich habe dann erstmal die Termine alle angenommen und habe gesagt, so für mich habe ich dann gesagt, ich rede da mit Bernd drüber und dann entscheiden wir, was wir machen oder was wir nicht machen. Und ja, dann habe ich halt im Internet geforscht über das Ersttrimester-Screening, was jetzt in 2 Wochen wäre.
Und da stand dann halt tatsächlich, dass der Computer die Wahrscheinlichkeit berechnet, des Risikos, wie hoch man eine Trisomie hätte. Und ich habe dann auch noch den Frauenarzt gesagt, also egal was ja da rauskommt bei diesen Untersuchungen, es wäre ja nie hundertprozentig. Und eine Fruchtwasseruntersuchung würde ich unter keinen Umständen machen lassen und ein Kind wegmachen lassen, weil jetzt da steht 75% Wahrscheinlichkeit von Trisomie, würde ich auch nicht wegmachen lassen, das Kind, ne? Ja, aber es sagt ja, das gibt ja auch Trisomien, da sterben die Kinder früh, also da haben die eine geringe Lebenserwartung, aber das müssen sie ja dann entscheiden, ob sie das Kind trotzdem betreuen möchten. Und irgendwie so hat er das gesagt. Und da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Warum sagt er sowas? Ne? Es wird schon alles in Ordnung sein. Und er könnte es ja eh nicht ändern. Also selbst wenn die da jetzt was feststellen, eine Trisomie-Wahrscheinlichkeit von weiß ich nicht wie viel Prozent, die könnten es ja nicht ändern. Einen Moment. So. Die könnten das nicht ändern, sondern die würden ja einfach nur eine Wahrscheinlichkeit berechnen. Und dann hätte ich die ganze Schwangerschaft Angst. Ich könnte es gar nicht genießen, weil ich immer denken würde, oh mein Gott, eventuell hat es einen offenen Rücken, eventuell hat es Trisomie oder was auch immer, keine Ahnung. Also ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe mich damit zum Glück nie so wirklich befasst und auch nicht befassen müssen. Und ja, die könnten mir halt nicht helfen. Und dann war für mich klar, ich will das nicht. Und Bernd hat auch gesagt, der will das auch nicht wissen. Der wird sich genauso bekloppt machen, die ganze Schwangerschaft. Und am Ende ist ja alles gut dann wahrscheinlich, ne? Also habe ich angefangen, Hebammen anzurufen, Geburtshäuser anzurufen. Und irgendwie waren die alle total nett heute. Ich habe da angerufen, habe gesagt, ja, hallo, bin in der 11. Woche und ich möchte auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen im Krankenhaus entbinden. Und so, und habe dann halt so ein bisschen halt erzählt, dass mir da heute so Angst gemacht wurde wieder und so. Und dann, ja, die meisten Hebammen haben echt geschmunzelt und so nach dem Motto, dass sie das kennen, dieses Geschäft mit der Angst. Und dass sie in einem Gespräch mit uns das alles klären könnten. Und ja, man soll sich da nicht verrückt machen lassen. Und dann habe ich die halt auch gefragt, ob man die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, ja, machen muss, in Anführungsstrichen. Ich weiß natürlich, dass ich die nicht machen muss, dass das keine Pflicht ist. Ich wollte den Kackbeutel euch nicht präsentieren, deswegen habe ich es so gemacht. Ja, aber ich will halt auch nicht in Schwierigkeiten kommen oder so. Irgendwie mit dem Kind. Ja, und dann haben die halt gesagt, also die Hebamme, die ich das alles gefragt habe, dass ich gar keine Untersuchung machen muss. Sie würde mir allerdings empfehlen, in der 20. Woche dieses große Screening zu machen. Das ist dann auch ein Ultraschall und so. Aber die anderen alle, da kann man, also das macht auch die Hebamme, ne? Die hören ja, machen ja auch CTG und sowas alles. Boah, das hat mich so erleichtert. Also die haben mir heute Morgen so viele Termine gegeben, wann ich da alles hin soll und wann ich den Zuckertest machen soll und dies und das und keine Ahnung. Und jetzt gucken wir uns diese und nächste Woche zwei Geburtshäuser an. Eins ist relativ weit weg, aber ich nehme es in Kauf. Ich fahre echt gerne weiter weg. Die haben gesagt, dass man in den letzten 6 Wochen vor der Geburt halt einmal die Woche dahin kommen soll. Einmal zur Kontrolle und um sich auch kennenzulernen, also die Hebamme und die werdenden Eltern, weil ja halt welche, wie man sich die Geburt vorstellt und sowas alles. Und ja, da, ich würde mich so freuen, wenn das klappt. Ne? Ich habe direkt die Krankenkasse angerufen, wie das da läuft mit der Übernahme der Kosten. Und mein Kopf juckt. Sorry. Alles juckt. Ja, also ich hatte heute im Nachhinein so eine Angst vor diesem ganzen Termin beim Frauenarzt und vor der Geburt, dass ich sowas von erleichtert bin, dass ich da nicht mehr hin muss, außer einmal in der 20. Woche und zur Geburt auch nicht. Ich hätte die ganze Geburt, hätte ich immer geguckt, wenn einer da unten guckt bei mir, hätte ich immer aufpassen müssen, also das Gefühl gehabt, ich muss da jetzt aufpassen, ob die mir nicht die Fruchtblase aufstechen oder ob die mir eine Saugglocke reinschieben oder ob die mir einen Dammschnitt machen. Ich hätte die ganze Zeit Panik gehabt bei der Geburt und ich hätte gar nicht entspannt
entbinden können, so selbstbestimmt und ja. Deswegen freue ich mich, dass das hoffentlich klappt. Also die, wo wir uns angucken, natürlich haben schon geguckt, die hätten Mitte Januar noch Kapazitäten frei. Und ja, das war so ein Wunder, heute dieses Baby zu sehen. Ich habe so geweint, so vor Freude. Das war so süß. Das ist ein richtiges Baby schon. Arme, Beine, Füße, Hände. Und dann hat das so getanzt und das Herzchen hat so geschlagen. Da ist die kleine Murmel. Alles ist wunderbar. Schön. Freue ich mich richtig. Und dann haben die auch gesagt, beim nächsten Termin, also beim Frauenarzt, sollte ich dann so einen Zettel ausfüllen. Also wenn ich da halt so eine, irgendeine Untersuchung machen möchte, dann muss ich das ausfüllen. Und wenn ich das nicht machen möchte, muss ich das auch ausfüllen, damit die sich da irgendwie abgesichert haben oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt kann ich sagen, schon, obwohl ich noch kein Geburtshaus habe. Ich freue mich auf die Geburt. Mal eben gucken, hier ist so eine Brücke. Da. Nicht, dass ich hier belauscht werde. Ja, das ist auch egal, ne? Kann sich ja jeder im Internet angucken, das Video. Ja, so. Und was ich auch noch sagen wollte, ich wurde gefragt in den Kommentaren, ob wir die Geburt filmen werden, ob es ein Geburtsvideo gibt. Und ich weiß es nicht. Es kann, also im Moment fühle ich mich nicht danach, die Geburt zu filmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich zu Hause noch filme, wenn die Wehen losgehen und sowas alles. Aber dass, wenn wir halt wirklich die Geburt haben, dass ich das alleine mit meinem Mann und so erleben möchte. So ist der Stand jetzt. Bis vor 2 Wochen habe ich aber noch gedacht, ich würde alles filmen. Also es bleibt spannend. Ich würde das spontan entscheiden, wie ich mich fühle. Vielleicht gibt es auch kurze Sequenzen oder nur Fotos von zwischendurch. Ich habe keine Ahnung. Da will ich mich nicht festlegen und da mache ich keinen Plan. Das gucke ich einfach, wie ich mich fühle und wie Bernd sich fühlt und wie wir alle uns fühlen. Ist für alle eine Überraschung, für euch und für uns. Und wenn ich es filme, ob das dann auch zeigen, das kann ja auch sein, dass ich sage, boah, nee, das ist mir zu privat und intim, ich mache nur einen Geburtsbericht, das Video, das behalten wir für uns alleine oder ich lösche es, keine Ahnung, ich weiß es nicht, weiß ich echt nicht, ich wüsste nicht mal, ob ich in diesem Geburtshaus filmen darf, das müsste ich die dann auch erstmal fragen, wenn ich mich danach fühlen würde, ja, und im Geburtshaus ist es ja dann auch so, dass man, wenn alles gut geht, wenn man da entbindet, nach 3-4 Stunden kann man wieder nach Hause gehen. Und das finde ich auch super. Ja, so, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich weiß nämlich, dass einige von euch echt mitfiebern, voll lieb. Vielen Dank, ihr habt mir so viel die Daumen gedrückt, dass heute alles gut geht bei dem Ultraschall. Und so, und ja, ich möchte mich bedanken bei euch für eure Anteilnahme. Habe ich mich mega drüber gefreut. Und ja, es ist alles gut. Unglaublich, wir bekommen ein Baby. Das ist echt so heute, die ganzen Wochen, ich wusste, ich bin schwanger, ne? So ist schon klar. Ich hatte heute Morgen zwar so ein bisschen Bammel, wegen der Scheinschwangerschaft oder so, aber das war halt so im Moment reingesteigert und dann war wieder gut. Ich wusste, ich bin schwanger. Aber erst jetzt ist es so. Keine Ahnung, es ist alles gut. Ich wusste auch vorher, dass alles gut ist, aber ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ich habe es gesehen und wir haben es gesehen und ich würde jetzt gerne Sachen kaufen gehen und keine Ahnung. So, ach, und alle fragen mich schon, ja, was braucht ihr? Was sollen wir euch kaufen? Und ja, was wird es, werden wir gefragt. Und dann haben wir gesagt, also erst haben wir so überlegt, wollen wir das überhaupt wissen, ob es ein Mädchen oder Junge wird? Und dann haben wir das so erzählt, dass wir uns noch gar nicht sicher sind, ob wir das wissen möchten. Und umso mehr die Leute gesagt haben, ja, ihr müsst es aber doch wissen wollen. Ihr müsst doch Anziehsachen kaufen und dies und das. Und wenn wir euch Geschenke holen, dann müssen wir wissen, was ihr haben wollt. Umso mehr die Leute das gesagt haben, umso mehr haben wir dann für uns entschieden. Wir möchten das nicht wissen. Wir lassen uns da einfach überraschen. Stand jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass wir, wenn dann die 20. Woche der Ultraschall ist und man sieht es, dass wir sagen, okay, dann wollen wir es doch wissen. Aber Stand jetzt sagen wir, wir wollen es nicht wissen.
Und wir möchten auch gar nicht Geschenke haben. Ich weiß, das ist total lieb gemeint von allen. Und ich weiß das wirklich zu schätzen, aber so viel plane ich gar nicht zu kaufen, weil ich weiß, wie schnell die wachsen. Und die paar Sachen, die ich kaufe, die möchte ich dann mit meinem Mann aussuchen. Das ist echt nicht böse gemeint. Ja, oh Leute, wir bekommen ein Baby. Ja, gut, das war's von uns, von heute. Ein kleiner Spaziergangsvlog, Schwangerschaftsupdate. Gefilmt mit dem Handy, also sorry, ich hoffe, ihr konntet mich hören. Und ja, wie immer, danke fürs Zuschauen, habe ich glaube ich schon gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.